und willkommen zu einer weiteren Folge zu dem ME-System in Agrarian Skies. Und ich beginne erstmal mit einem Nachtrag. Und zwar habe ich ja schon mal gezeigt, wie man hier drahtlos an sein Inventar kommt. Und das habe ich vergessen zu erwähnen, man kann hier diesen 32-Block-Radius auf einen 64-Block-Radius erweitern. Und zwar geht es einfach mit diesen Drahtlos-Verstärkern, die sind auch relativ günstig. Zwei Eisen, Certus und ein Redstone. Ein Zugangspunkt, ein Drahtloser, kann insgesamt 16 von diesen Verstärkern halten. Ja, und ich habe es mal ausprobiert. Ich habe jetzt durch diese Verstärker hier hinten... Ja, habe ich noch Zugriff. Das müsste jetzt der letzte Block gewesen sein. Ja, hier nicht mehr. Aber hier habe ich noch Zugriff. So, und dann geht's weiter mit Kisten anschließen. Und zwar brauchen wir dafür einen Import-Bus, um das Ganze in das System zu importieren. Das hier ist jetzt ein Basis-Import-Bus. Export-Import. Hier. Basis ist mit einem klebrigen Kolben, ME-Kabel, Eisen. Und hier mit der Import-Export-Schnittstelle. Das sind auch wieder bekannte Dinge. Jo. Und einer von diesen Import-Bus reicht aus für eine gesamte Doppelkiste. Ihr seht jetzt, egal wo das in der Kiste liegt, ob in der linken oder rechten Hälfte, obwohl ich nur die linke hier quasi angeschlossen habe, es wird die gesamte Kiste geleert. Es werden auch diese Kisten geleert. Jo, jetzt fängt er an. Und so kann man einfach Kisten hier an das System anschließen. Das Ganze wird jetzt hier abgespeichert. So, und man kann natürlich auch hier verschiedene Öfen und andere Sachen anschließen, verschiedene Maschinen. Wir haben jetzt hier ein exakter Exportbus, der Sachen aus dem System raus exportiert. Hier können wir mit Rechtsklick drauf sehen, was jetzt hier in diese Maschine exportiert wird aus dem System. Es gibt noch den ungenauen, da kann man das Ganze dann noch aufsplitten lassen nach Haltbarkeit von Werkzeugen. Brauchen wir jetzt hier nicht. Und ihr seht, hier soll Eisenkies hier in den Pulverisierer exportiert werden. Der Import-Bus ist ein Basis-Import, also zieht er alles raus. Deswegen ist hier auch auf Orange gestellt, dass er hier die Hauptkomponenten und das Abfallprodukt quasi mit rauszieht. Und hier in das System bei Blau hinten soll jetzt hier pulverisiertes Eisen, also das Hauptprodukt, und ferröses Metall, das Nebenprodukt bei der Pulverisierung von Eisenkies, hier reingeleitet werden, wird dann auch wieder zurück ins System gefördert. Wenn ich jetzt hier Eisenkies reinlege, ihr seht, es wird schon hierhin in die Maschine gebracht. Wird hier jetzt wieder zurück ins System geführt. Na, zu schnell. Kommt hier oben an. Und läuft jetzt hier so durch. Jo.
Das wäre das dazu. Und was gibt's noch zu erwähnen? Ja, es gibt den Fertigungsmonitor. Darauf kann man alles sehen, was momentan produziert wird von der ME-Einheit. Gecraftet ist es hier auch recht einfach. Und wenn wir hier verschiedene Rezepte haben, die aufeinander aufbauen, wie jetzt zum Beispiel hier den, wo ist er? Hier. Der 64K ME-Speicher. Der basiert auf verschiedenen Dingen, wie hier verschiedene Prozessoren oder Speicherzellen. Entschuldigung. Dann wird der hier, wenn ich ihn einmal haben will, wird abgeprüft, was an anderen Rezepten schon da ist, und es wird geschaut, dass er ihn mit Hilfe von anderen Rezepten komplett craftet. Hier unten sehen wir jetzt aktuelle Fertigung. Es fehlen Redstone. Ist nur noch eins da. Das heißt, wir müssen Redstone nachlegen. Seht ihr, jetzt ändert sich das Ganze hier. Jetzt werde ich wahrscheinlich noch Basisprozessoren brauchen. Manchmal spinnt hier auch ein bisschen die Anzeige und zeigt nicht das an, was man eigentlich hier haben will. Hau ich hier noch ein paar Basisprozessoren rein. Ja, jetzt ändert sich hier auch das Ganze. Und der 64K ME-Speicher ist fertig. Jo. Also man kann sich nicht immer auf diese Anzeige vom Fertigungsmonitor verlassen. Jo. Aber es ist schon recht komfortabel, diese Lösung, dass alles auch dass unter einem hier diese verschiedenen Zwischenschritte gleich mitgecraftet werden, solange man die dafür entsprechenden Rezepte mit eingespeichert hat. Jo, und das war's auch von mir. Und?